Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man auch ohne Geldeinsatz im Netz Geld verdienen kann. Und heute geht es um Airdrops. Wir haben jetzt einen neuen Airdrop von Sui. Das ist eine neue Blockchain, ein neuer Coin, der jetzt demnächst rauskommt. Und die testen jetzt, wie das alles funktioniert. Der Coin hat wirklich Potenzial und das ist so das Gegenstück zu Aptos. Und das wird auch Solana Killer genannt. Was später rauskommt, das weiß keiner. Aber jetzt können wir ein paar Aktivitäten machen. Das kostet dich maximal eine halbe Stunde und kein Geld. Wir machen da was und mit Glück, also es ist keine Garantie, vielleicht kriegen wir für diese Aktivitäten ein paar Coins überwiesen, kostenlose Coins, und wer weiß, wie teuer die später sind. Ja, das weiß keiner. Das beste Beispiel vor ein paar Monaten, Aptos zum Beispiel, wir haben dasselbe gemacht und einige Leute haben bis zu 3000 Euro bekommen für eine halbe Stunde Arbeit. Das ist doch verrückt, oder? Du, wir machen jetzt einfach ein paar Aktivitäten, wie eine Wallet einrichten, bisschen Aktivität zeigen, swappen, staken, Liquidität geben, bisschen was umtauschen, einfach nur aktiv sein in der Wallet. Das ist alles Testnet, also nur zum Testen, da kannst du nichts falsch machen, da kannst du einfach swappen, gucken, überweisen. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann ist das auch eine sehr gute Übung für dich, also mit der Adresse, mit Senden, überweisen, swappen, alles Mögliche. Also selbst wenn wir nichts an Geld kriegen, dann ist es schon eine sehr gute Übung. Aber wie gesagt, wir hoffen auf das Beste, dass wir vielleicht ein paar Sui-Coins später kriegen und dass diese dann durch die Decke gehen. Wer weiß, ja? Das wird auch Solana Killer genannt. Und Aptos kannst du auch selber nachschauen. Die sind jetzt von 4 auf 16 Dollar nach oben geschossen. Und die Leute, die damals mitgemacht haben, haben mehrere Aptos-Coins bekommen und halt für nichts, ne? So Leute, jetzt kommen wir zu der Anleitung. Ich zeige dir ganz genau, welche Klicks du machen musst, damit du auch mit dabei bist. Und wer weiß, wie teuer die später sind. Als allererstes gehst du in den Chrome Web Store und suchst nach Sui Wallet. Die Wallet kannst du dir einfach downloaden und einfach installieren. Jetzt richten wir die neue Wallet ein. Du gehst auf Starten und erstellst einen neuen Account. Ein Passwort ausdenken, nochmal wiederholen, Haken setzen und dann die Wallet erstellen. An der Stelle siehst du jetzt die 12 Wörter. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist der Schlüssel zu deinem Account. Das solltest du auf jeden Fall gut aufbewahren und am besten aufschreiben oder einen Screenshot machen. Das Ganze nochmal bestätigen, dass du das aufgeschrieben hast, und die Wallet aufmachen. Nun sind wir in der Wallet. So sieht die Wallet aus. Wir haben hier die Coins, NFTs, Apps und Activity. Jetzt brauchen wir Discord. Wahrscheinlich bist du da schon angemeldet. Wenn nicht, dann musst du dich da schnell registrieren. Und ganz wichtig, du musst deine Telefonnummer verifizieren. So, ich logge mich jetzt einfach ein in Discord zu Sui, also zu diesem Projekt. Die ganzen Links findest du unten in der Videobeschreibung. Nach der Anmeldung musst du dich nochmal verifizieren. Das geht über den grünen Button bei Discord. Einfach verifizieren. Genau, jetzt noch Chapter eingeben. Nun sind wir eingeloggt und verifiziert. Links findest du die ganzen Reiter mit verschiedenen Themen. Wir brauchen den Reiter Testnet Facet. Diesen musst du suchen oder einfach oben in die Suche eingeben. Den findest du recht schnell. Genau, jetzt einfach raufgehen. Folgendes eingeben plus deine Wallet-Nummer. Die Wallet-Nummer oder die Adresse findest du in der Wallet ganz, ganz oben. Die Adresse kopieren und da einfügen. Bei mir waren die Coins, die Test-Coins, nach 2 Minuten da. Manchmal dauert das etwas länger. Du siehst, da ist viel Aktivität. Du kannst zwischen 10 Minuten und mehreren Stunden warten, aber dann solltest du deine Test-Coins bekommen. Nach ungefähr 2 Minuten habe ich ein Sui Coin bekommen. Das ist ein Testcoin und kein echter Coin, weil diesen gibt es noch gar nicht. Das ist jetzt alles in der Testphase. Ja, das war ziemlich easy. Jetzt erstellen wir ein paar NFTs, um einfach Aktivität zu zeigen. Name und Beschreibung sind egal. Da kannst du einfach irgendwas eingeben und als Bild suchst du dir bei Google irgendein Bild, wo eine HTTP-Adresse dahinter steckt. Das kannst du da einfügen und fertig. Dann hast du das Bild eingefügt und eigene NFTs erstellt. Das geht auch super einfach. Und wie gesagt, das ist alles nur Testnet. Das ist nicht echt. Das ist nur, um Aktivität zu zeigen und auszuprobieren, dass das wirklich funktioniert.
Ich habe jetzt einfach ein Bild von Bitcoin-Münzen genommen und das Ganze als NFT erstellt. Das machst du am besten ein paar Mal, damit du mehr Aktivitäten zeigst. Nachdem du die Adresse des Bildes eingegeben hast, gehst du auf Create, musst du das Ganze noch approven. Das kostet ein bisschen fees, aber das ist ganz normal bei NFTs. So, jetzt wird ein NFT erstellt und den transferierst du dann auf deine Wallet-Adresse in deine eigene Wallet. Dann gehst du auf Transfer und dann sollte dein NFT in der Wallet sein. Hier kommt zwar ein Fehlercode, aber es funktioniert. Hier siehst du das neu erstellte NFT. Ich mache das jetzt ein paar Mal mehr, um einfach mehrere NFTs zu haben. Mit NFTs bin ich fertig. Ich habe jetzt einfach nur zwei NFTs und später mache ich noch mehr. Jetzt wollen wir etwas staken. Wir gehen auf Coins und dann Stake and Earn Sui. Klicken einfach da drauf und hier sind verschiedene Validatoren. Wir wählen zum Beispiel erstmal den ersten aus und staken da 0,1 oder 0,001 Sui, nur zum Testen. Und das machst du am besten Minimum 10 Mal. Jetzt einfach die Menge eingeben, was möchtest du staken. Nicht vergessen, wir haben nur ein Sui, das heißt, wir brauchen 0,1 oder noch weniger Suis zu staken. Und das Ganze wiederholst du dann 10 Mal oder noch mehr. Wie gesagt, je mehr Aktivität wir zeigen, desto höher ist die Chance, dass wir kostenlose Sui Coins bekommen. Damit sind wir jetzt auch fertig und jetzt gehen wir auf BaseSwap, um ein paar Coins zu swappen. Zuerst müssen wir die Wallet connecten. Da wählen wir einfach Sui aus, die erstellte App oder die Wallet, einfach connecten. So, und jetzt brauchen wir etwas Coins. Wir haben jetzt alles auf Null, wir haben hier gar nichts und dann gehst du wieder oben auf den Wasserhahn Facet. Das ist wie so ein Wasserhahn, du kannst dich connecten und einfach Bitcoin, USDT, BNB und so weiter kriegen. Das ist alles nur Fake, das ist nur zum Testen und da sind keine echten Coins. Und Bitcoin hat in diesem Fall auch nur einen Dollar Wert. Du gehst auf Claim und holst dir jeweils 100 Coins ab. Das machst du dann bei allen und später kannst du das Ganze swappen. Nachdem du alles geclaimed hast, gehst du auf Swap. Jetzt können wir verschiedene Paare auswählen und einfach hin und her tauschen, um das Ganze auszuprobieren und auszutesten. Wir geben einfach ein, wir wollen von Bitcoin zu Ethereum swappen, 25%, einfach swappen, das Ganze approven, also bestätigen, boom, und jetzt haben wir Bitcoin in Ethereum geswappt. So einfach funktioniert das, auch später mit Echtgeld. Wenn du die echten Coins hast, funktioniert das genauso. Aber hier hast du eine gute Möglichkeit, das Ganze zu üben mit Testgeld. Und hier, egal wenn hier was schief geht, da passiert nichts. Wie gesagt, das ist alles nur zum Testen. Das machst du auch mehrmals mit allen Paaren am besten. Und wie gesagt, je mehr Aktivität wir zeigen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir kostenlose Sui-Token oder Coins bekommen. Nachdem wir hier fertig sind, gehen wir auf Pool und hier können wir etwas Liquidität geben. Das heißt, du gibst deine Coins in so einen Pool und gibst diesem Pool Liquidität, dass die damit arbeiten können. Und dafür bekommst du etwas Provision oder ein paar Prozent Rendite. Das machen wir auch mit ein paar Coins. Wir gehen einfach in den Pool und sagen, wir wollen jetzt Bitcoin zu DAI in diesen Pool geben. Bestätigen das Ganze und zack, es ist wie erledigt. Das machst du auch mehrmals bei den ganzen. Ich habe hier noch ein paar Sachen gemacht. Immer wieder ausprobieren, immer wieder was machen. NFTs, staken, swappen, alles mehrmals machen. Ich habe hier später noch ein paar mehr NFTs erstellt. Hier gibt es auch Spiele. Das funktioniert aber alles noch nicht. Aber du kannst dich schon mal überall connecten, alles ausprobieren, alles anklicken. Und wie gesagt, je mehr Aktivität wir zeigen, desto höher ist die Chance, dass wir kostenlose Sui Coins bekommen. Einfach alles
ausprobieren, testen und das Ganze kannst du noch alle paar Tage wiederholen. Einfach machen, machen, machen und mit Glück kriegen wir kostenlose Sui Coins. Das wäre doch schön, weil ich denke, der Sui Coin, der wird auch etwas abheben, wie zum Beispiel Aptos, weil der Sui oder die Blockchain von Sui, das was die vorhaben, das hat auf jeden Fall Potenzial und die nennen sich Solana Killer. Mal schauen, was es da draus wird. Ich bin sehr gespannt. Ja Leute, es war doch nicht so schwer, oder? Wir haben jetzt ein paar Klicks gemacht, ein bisschen interagiert, alles ausprobiert, ein paar Sachen gehen noch nicht, aber vieles funktioniert schon. Ja, und mal schauen, wie viele Coins wir dann tatsächlich kriegen, ob wir welche kriegen. Wie gesagt, es ist keine Garantie, aber selbst diese Übung war doch schon nicht schlecht, oder? Und selbst wenn wir später ein paar hundert Euro kriegen für eine halbe Stunde Arbeit, dann hat sich das schon gelohnt. Und wenn du immer bei solchen Airdrops mitmachst, dann kannst du so ein passives Einkommen aufbauen, so dass du ohne Geldeinsatz auch Geld kriegen kannst. Ja, wer weiß. Also wenn du jetzt wenig Geld hast oder wenig Erfahrung, dann sind vielleicht Airdrops was für dich. Ich mache sowas eher selten. Das ist jetzt mein zweiter Airdrop. Ich bin sehr gespannt, wie es was da draus wird. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Bis dahin auf jeden Fall schon mal liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video. Ciao.